freue mich sehr, Sie zum zweiten Tag des ersten Passwort Science Film Days begrüßen zu können. Und ich werde jetzt heute wirklich nur ganz, ganz knapp sagen, worum es geht, weil es ist sehr heiß und wir haben ganz, ganz viele Filme, die uns vorstellen. Heute, also erstens vielleicht ganz, ganz kurz zum Science Film Days. Ich stehe zwar hier, zack, ich bin Direktorin des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale am KIT. Wir machen das in Partnerschaft mit Stadtmarketing und mit Spektrum der Wissenschaft, also zu dritt. Das machen wir, die Karlsruhe Science Film Days. Heute dreht alles um das Thema synthetische Biologie und da wollte ich sagen, auch wiederum in einem besonderen Rahmen, nämlich wir machen das im Rahmen oder gemeinsam im Rahmen eines EU-Projekts Synergene. Also, und ich werde gleich Christopher Köhn, der also auch dieses große Projekt auch koordiniert für das gesamte EU-Projekt, kurz vorstellen. Ich würde ganz, ganz knapp einfach Ihnen sagen, wie der Ablauf ist, damit Sie erstmal an einem heißen Abend sich orientieren können. Wir haben zwei Filmblöcke. Also den ersten Filmblock mit 8 Kurzfilmen. Und dann werden wir eine kurze Pause, es wird etwa 45 Minuten sein. Wir machen dann eine kurze Pause von 15 Minuten, wo Sie was trinken können und so weiter. Dann haben wir den zweiten Filmblock, wiederum mit 8 Kurzfilmen. Ich sollte vielleicht sagen, die meisten sind mit deutschen Untertiteln. Ich denke, viele von den Filmen, habe ich gehört, sind auch so, dass man ohne Sprache einiges davon verstehen kann. Die sind nämlich in der Originalsprache in Englisch. Und dazu haben wir einen ganz, ganz wichtigen Partner gewinnen können, nämlich Biofiction aus Wien und deren Festival. Und ich sage dazu nichts, weil wir werden gleich eine Videobotschaft haben, wo die Initiatoren selber Biofiction auch vorstellen und Sie werden sehen, es ist sehr wichtig und ganz toll, dass wir Sie für unser Vorhaben hier gewinnen könnten. Es wird dann nach dem zweiten Block eine Podiumsdiskussion geben und da stelle ich jetzt schon unser Podiumsdiskutanten vor. Das Ganze wird moderiert von Dr. Katharina Zakrawski. Sie ist Kulturphilosophin und Mitglied der Biofiction Film Jury von 2014. Sie ist involviert in Performance und ist Konzeptkünstlerin, freie Sozial- und Wissenschaftstheoretikerin und Schriftstellerin. Sie war auch Gastprofessorin für Philosophie an der Uni Wien. Ihr Schwerpunkt ist unter anderem Science Fiction. Sie steht im Stau irgendwo zwischen Bahnhöfen hier, aber sie kommt. So, ich habe schon genannt Christopher Köhnen, der ist Diplom-Politologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am ITAS, also Institut für Technik, Folgeabschätzung, Systemanalyse am KIT. Und seine Forschungsbereich sind Innovationsprozesse und Technikfolgen. Und wie gesagt, er ist jetzt Koordinator von diesem großen, großen EU-Projekt zum Thema, was uns heute beschäftigt. Und drittens möchte ich sehr gerne Sascha Profleck vorstellen. Er ist Künstler, Designer und Redakteur mit einer sehr regen internationalen Aktivität. Seine Schwerpunkte sind unter anderem Zukunftsvisionen, Umwelt und Technologie. Und heute werden wir von ihm den Film Zero Park sehen und wir werden weitere Filme sehen von seinen Studierenden. Aber das verraten wir im Moment nicht, sondern sagen einfach Videobotschaft aus Wien ab. Dankeschön. Wo sind wir heute? Karlsruhe. Karlsruhe. Hallo Karlsruhe. Herzlich willkommen, mein Name ist Camilo Meinhardt. Ich bin Markus Schmidt. Wir sind aus Wien von Biofiction und gemeinsam haben wir 2014 bereits zum zweiten Mal das Biofiction Science Art and Film Festival organisiert.
Das Festival ist das einzige seiner Art, das sich mit dem Themenkomplex synthetischer Biologie beschäftigt. Und zwar tun wir das nicht nur in einem rein akademischen Diskurs, sondern wir haben Künstler, Wissenschaftler und Philosophen eingeladen, hier gemeinsam dieses neue Technologiefeld zu betrachten und zu überlegen, in welche Richtung das weitergehen könnte und welche gesellschaftlichen Auswirkungen auf uns zukommen. Grundsätzlich stand die Idee mal im Vordergrund, dass wir der Meinung waren, dass Film ein wunderbares Medium ist, um ein Konzept wie synthetische Biologie einer Öffentlichkeit klarzumachen oder auch zu transportieren. Aus dem Grund haben wir dann 2014 eben einen Call for Entries gemacht, das heißt einen Filmwettbewerb ausgerufen zum Thema synthetische Biologie. Wir haben 100 Filme erhalten aus der ganzen Welt, die also in ganz verschiedenen Kategorien eingereicht wurden. Es gab also Animationen, es gab fiktionale Kurzfilme, es gab Dokumentationen und auch einige Produktionen, die aus den Labors selbst kamen, wo also die Leute, die synthetische Biologie machen, ihre Arbeit festgehalten haben auf Film. Aus diesen 100 Einsendungen haben wir dann 60 Filme ausgewählt, die wir spannend genug fanden und haben damit ein Kurzfilmprogramm zusammengestellt, das wir in einem Wiener Programmkino gezeigt haben. Zeitgleich mit diesen Filmvorführungen gab es im Naturhistorischen Museum Wien das Festival an sich. Das Naturhistorische Museum von Wien ist so ein richtiges altes Schlachtschiff und Museum, wo Biologie so, wie man sie früher verstanden hat, ausgestellt wird. Das heißt, man hat ausgestopfte Tiere, man hat das Leben, das sich durch die Evolution entwickelt hat, dort ausgestellt und gesammelt. Und wir dachten eben, das ist ein super Anknüpfungspunkt, um dort auch das Leben, das vielleicht in der Zukunft geschaffen wird, auszustellen und zu zeigen. Und deswegen haben wir uns eben diese Location ausgesucht und hatten dann dort das Festival. Ja, das Festival hat sich zusammengesetzt aus mehreren Komponenten. Einerseits hatten wir Vorträge von Wissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern, Philosophen, Filmkritikern und Künstlern. Dann hatten wir auch eine Reihe von künstlerischen Performances und Ausstellungen, die sich mit Fragen der Einfluss der Ökonomie auf die Biotechnologie auseinandersetzen, Art und Weise, wie man diese neue Technologie auch anderweitig verwenden kann, in künstlerischer Hinsicht. Wir hatten aber auch Biohacker eingeladen, also die Do-it-yourself-Biologie-Community, an mehreren interaktiven Tischen hier ihre Entwicklungen vorzustellen und man konnte es auch dann testen. Gleichzeitig war das Festival mit seinem Filmprogramm auch eine Art Brutstätte, eine Art Inkubator für angeregte und anregende Diskussionen. Und da haben wir uns gedacht, wir schicken doch die Filme als Essenz des Festivals auf Tournee, damit dieser Austausch, diese Diskussion auch in anderen Orten der Welt stattfinden kann. Wir waren bereits in Taiwan, in Indien, wir waren in Skandinavien, Deutschland, in Slowenien, in den Vereinigten Staaten. Es gibt noch ein paar andere Karten auf der Landkarte, die wir noch ansteuern werden. Heute sind wir bei Ihnen in Karlsruhe, was uns ganz besonders freut. Wir haben auch ein großartiges Panel aufstellen können, also die lokalen Organisatoren. Und wir hoffen, dass diese Essenz des Biofiction Festivals, dieses einstündige Filmprogramm, auch in Karlsruhe als ausgezeichneter Startpunkt oder Kristallisationspunkt für eine interessante Diskussion im Anschluss an das Festival oder an den Festivalfilme dann auch stattfinden kann. Uns bleibt nur noch, uns bei den lokalen Organisatoren zu bedanken für die Arbeit, die sie sich angetan haben und für die tolle Veranstaltung, die sie aufgestellt haben. Und Ihnen natürlich eine gute Unterhaltung zu wünschen bei den Filmen und anschließend eine fruchtbare Diskussion und dass Sie etwas für sich mit nach Hause nehmen können. Damit verabschieden wir uns. Servus aus Wien. Guten Abend, das ist witzig, denn ich komme aus Wien und begrüße Sie als Wienerin hier in Karlsruhe. Also ich bin sozusagen ein Alien, der eingeflogen wurde im wahrsten Sinne des Wortes, um hier jetzt ein Gespräch zu leiten mit Christoph Köhnen und, sag ich nochmal Ihren Namen? Sascha Pofflen. Wie sagst du? Sascha Pofflen. Pofflen, okay. Wir kennen uns von früher, von Ihnen habe ich jetzt eben schon mehrmals die Arbeit Zero Park gesehen, die natürlich unendlich viele Fragen aufwirft. Noch eine Frage an die Leitung, wir können ja eigentlich nicht alle Filme besprechen. Nein. Also, wir haben gedacht, 20 Minuten.
20 Minuten in der Runde und dann machen wir auch. Okay. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mal surfen, quasi, was uns zu verschiedenen Filmen aufgefallen ist. Aber es liegt natürlich nahe, mit Zero Park anzufangen, weil Sie ja praktisch der einzige Regisseur sind, der jetzt hier einfach Rede und Antwort stehen kann. Und das ist ganz schön anspruchsvoll, weil der ganze Film ist sehr anspruchsvoll. Und einerseits sehr konzeptionell, also fast so Straubier-haft, also nur total und ein Voice-Over. Und das Voice-Over hat uns ja wirklich ganz schön herausgefordert, was die biologischen Informationen betrifft, von denen man sich natürlich als relativ laienhafter Hobbybiologe ständig fragt, wäre es nun möglich, das tatsächlich so durchzuführen? Wäre es wahrscheinlich oder ist es gänzlich unplausibel? Wissen Sie das oder haben Sie selbst keine ganz genaue Ahnung, ob es ginge oder nicht? Der biologische Teil davon ist zusammen, zumindest so in Ansätzen entwickelt, zusammen mit einem Pflanzenbiologen von der Cambridge University. Aber das ist, es ist nicht so ganz ernst zu nehmen. Also es geht eigentlich, Also im Zusammenhang mit meinen anderen Arbeiten ist es eigentlich so, eine Brust halt eher um eine Gestik oder das geht eigentlich nicht, also die Zahlen stimmen alle. Also die, und es ist auch, also ich muss sagen, so, das ist halt so anspruchsvoll, weil es, der Fokus liegt so ein bisschen darauf, dass quasi so ein Gegensatz geschaffen werden soll zwischen diesen romantischen Landschaftsbildern. Deshalb sind es auch mal diese Totalen, weil eigentlich, also normalerweise wird das als so eine Diopanorama-Projektion gemacht, so eine Rückprojektion, die quasi in so Landschafts-, also so eine Art Landschaftsbilder zu zeigen im 19. Jahrhundert. Und den Kontrast herzustellen mit dieser sehr, sehr technischen Beschreibung, die halt von so einer naturhistorischen oder so einer ökologischen Beschreibung übergeht in so eine Raumfahrt-slash-synthetische Biologie-Beschreibung. Und es soll auch ein bisschen überfordern. Es ist auch meiner Ansicht nach ein bisschen zu dicht. Und wie gesagt, die Zahlen stimmen eigentlich alle, also die ganzen Raumfahrtsachen sind akkurat. Und die biologischen Sachen stimmen auch. Und ich habe mich da in erster Linie am Wein orientiert, also an Weinproduktionen und solchen Sachen. Aber also wie diese Ökosysteme zusammenspielen und so ist, also ist sehr fiktional. Das heißt, da gibt es keine Experimente, die das belegen. Genau, das geht eigentlich eher so um diese Geste. Ich meine, das möchte ich dann eine Frage anschließen, die ich jetzt nicht vorwegnehmen will. Also ich habe mich schon gefragt, ob ein Kühleffekt eben durch Pflanzen in dieser Form möglich ist, aber ich bin keine Physikerin, da war ich vielleicht am skeptischsten. Aber es ist an sich eine faszinierende Entwicklung, die wir jetzt eben beobachten, dass die Biologie, indem sie eben Möglichkeiten des Engineering bereitstellt, in gewisser Weise die biochemischen Zustände wieder zurück in physikalische transferiert. Also es ist sozusagen so eine Art Full Circle, wenn man denkt, dass natürlich, wie heißt das so schön, die Verarbeitung von Sauerstoff durch Pflanzen, also Photosynthese, Licht und Sauerstoff, dass das natürlich eine der genialsten und natürlich nicht von uns erfundenen Methoden ist, physikalische Elemente in chemische und biologische zu übersetzen. So simuliert das natürlich jetzt die Möglichkeit, biologische Organismen so zu koppeln und maschinell zu modifizieren, dass sie wiederum eine physikalische Tatsache, nämlich Methan, erzeugen. Und das hat natürlich schon eine Art fiese Pointe, weil Methan ist ja die ursprüngliche Atmosphäre der Erde. Das heißt, es hat auch immer dieser komische Schluss, so quasi wir bringen die Ideen, die die Erde ja eh schon mal hatte, wieder zurück. Also sozusagen machen wir wieder unsere ursprüngliche Methanatmosphäre. Das hat es ja eh schon mal gegeben. Und ich finde das sehr witzig. Ich bin ja natürlich eher der Skeptiker, deswegen bin ich ja vielleicht auch hier als Gegenstimme. Diese leicht zynischen Propagandasprüche zu hören, im Sinne von, wir haben ja nur eine Idee, die die Erde ja eh schon mal hatte. Also macht uns keine Vorwürfe sozusagen. Das ist gut, das war eigentlich gar nicht so gemeint. aber das ist eine sehr interessante Art zu leben. Das Methan kam eigentlich daher, weil zu der Zeit, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber das SpaceX, also Elon Musks Firma, die denken über Methan nach. Und Methan halt, also ist relativ einfach oder ist ein bisschen günstig zu produzieren. Ich muss, glaube ich, erklären. Ja. Also muss man, glaube ich, SpaceX, die Firma von Elon Musk, das ist ein sehr sehr futuristisch orientierter Industrieller in den USA, der halt auch sehr stark auf die Weltraumsachen setzt. Das ist im Grunde genommen so ein Milieu in Kalifornien, was genau diese Sachen kombiniert. Künstliches Leben
dieses, was wir da beispielhaft von diesem älteren Film gesehen haben, also Unsterblichkeit für den Menschen, Maschinen, Technikkopplung, das ist alles sozusagen dasselbe Milieu. Wenn Sie zum Beispiel den letzten Johnny Depp Film gesehen haben, Transcendence, dann sitzt der, wo Johnny Depp sozusagen einen dieser Visionäre spielt, er sitzt dann in der ersten Reihe der Elon Musk, also der richtige Elon Musk, der sitzt dazu. Okay. Ja, das ist also das ist ein riesiges Product Placement, dieser Film, den ich Es ist auch die gesehen. Vorlage für Iron Man eigentlich. Er ist auch die Vorlage für Iron Man. Also okay. Mir hat ein ziemlich ausgefuchster Hollywood-Spezialist sozusagen meine letzten Illusionen ausgetrieben, indem er erklärt hat, dass von Anfang an eine Kommunikation geherrscht hat zwischen den jeweils sozusagen High-End-Industrien und dann Hollywood-Bossen, wo sozusagen die wiederum sagen, platziert unser Produkt so, dass es den Leuten attraktiv erscheint. Und es gibt tatsächlich einfach finanzielle und andere Ströme, die, nein, das ist wirklich erforscht, sie können sich doch so skeptisch, nein, es ist tatsächlich so. Also immerhin sind diese Dinge ja sehr teuer und sie werden auch immer teurer und das viele, viele Geld, das nötig ist, also Special Effects Filme zu machen, kommt zum Teil von genau den Industrien, deren Produkte dort natürlich voraus gezeigt werden. Weil es geht ja darum, der Bevölkerung das Fremde schmackhaft zu machen. Das klassische Beispiel dafür ist natürlich Militär, das halt auch gerne dann Top Gun finanziert und sowas. Aber ich glaube, die interessantere Frage ist eigentlich, wie solche Sachen dann wirklich den Diskurs oder so, auch, weil ich meine, also wenn man jetzt über Ingenieure und über Wissenschaftler, wenn man mit denen redet, dann sind die natürlich auch, also viele, viele Sachen, die an denen gearbeitet wird oder die quasi entworfen werden als Möglichkeiten, kommen ja letztlich eigentlich aus diesen Sachen. Also wenn man an Raketen beispielsweise als Technologie denkt, mit dem ich ziemlich viel auseinandergesetzt habe in letzter Zeit, also die Rakete als oder Raumfahrt als Möglichkeit, die quasi geschaffen wurde von Konstantin Tsiolkovsky mit der Raketengleichung, die quasi diese Überwindung der Schwerkraft letztlich ermöglicht hat, ging wirklich zurück auf Jules Verne, die Bücher von Jules Verne, kombiniert mit dem russischen Kosmismus. Also es gab jetzt einen doppelten Grund, die Erde zu verlassen, aber ohne Jules Verne wäre wahrscheinlich dann niemand drauf gekommen. Es gibt halt immer so ein... Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante, also vor allem im Zusammenhang mit diesen Arten von Filmen, also auch so ein Festival, ist, glaube ich, eine interessante Frage, was wirklich diese Rückkopplungsfunktionen sind. Und das klingt halt alles sehr unschuldig und schön und romantisch, die Imagination von Jules Verne und die einsamen Bemühungen eines sowjetischen Ingenieurs. Aber heutzutage ist das halt alles extrem geldintensiv. Ja. Und ein riesiger Corporate. Ja, der ist natürlich um Milliarden. Ich würde gerne was fragen. Und zwar haben Sie manchmal das Gefühl, dass die, was sozusagen an Ideen in den Thinktanks oder von den denen wir es propagieren, sozusagen ihre Fantasie dann sozusagen noch überholt? Also die künstlerische, also sozusagen, dass die Fantasie, die sozusagen entwickelt wird, auf die Zukunft bezogen. Weil sie arbeiten ja sehr viel zu Zukunftsvisionen. Haben Sie gelegentlich den Eindruck, dass die Kunst kaum noch hinterherkommt mit der Imagination, die da sozusagen flächendeckend produziert wird? Also das klassische Beispiel in dem Kontext, wo ich arbeite und unterrichte, also im spekulativen Design und künstlerische Sachen, ist eigentlich so, dass man eine Idee hat und die visuell umsetzt und dann, das ist so die Idee, das ist eine anekdotische, dass man dann Jahre später herausfindet, dass es eh schon jemand gemacht hatte. Oder zumindest daran schon arbeitet. Also fast alle Sachen, die wir so entwerfen, werden entweder danach, kurz danach zumindest abgeklopft auf Möglichkeit. Ich meine, das ist halt. Und das ist halt ein Diskurs, in dem man sich dann auch reinbegibt. Das ist auch, wird dann auch sehr schnell sehr politisch im Prinzip, wenn man dann quasi auch die falschen Ideen, also man will dann was Dystopisches machen, aber spornt dann eigentlich Leute an, das wirklich zu machen. Also das ist schon enorm oft passiert. Und das ist halt eine eigenartige psychologische Eigenschaft, wo ich mich frage, ob sie bei Frauen wirklich genauso verteilt wäre wie bei Männern, aber es gibt zu wenig Frauen in diesem Bereich, damit kann man das kaum empirisch untersuchen. Dieser merkwürdige Zwang, jetzt weiß ich, wie man es machen könnte, jetzt muss ich es leider machen. Also dass so quasi diese Zensur nicht hinhaut, zu sagen, ich könnte es zwar machen, aber ich muss es eigentlich nicht machen. Also, das ist halt Oppenheimer's Weakness of Technology. Also was gemacht wird, wird wahrscheinlich gemacht und was gemacht wird und Geld bringen könnte, wird garantiert gemacht. Ja, aber wie gesagt, das kommt mir sehr maskulin vor.
dann noch eine Frage direkt zu dem Film. Also das ist mir dieses Gegenüberstellen von diesen, also sehr stark naturromantische Gefühle weckenden Bildern und dieser ja auch extrem so, also typisch diese, also so typischer, was wir Wissenschafts-, also wie man so Naturwissenschaftler häufig sprechen hört, mhm, das haben wir gemacht und so und so. Das fand ich sehr jung, aber da kommt dann irgendwann ja, also sie nutzen ja dieses durchaus sehr weit verbreitet oder eigentlich zentrale für diesen Glücksspiel, wie aber auch für andere Bereiche, dieses Bild dieser lebenden Maschinen sozusagen. Mhm. Und dann kommt ja, glaube ich, diese Stelle, dass diese Fabriken der Zukunft so schön sind, mehr oder weniger. Mhm. Also ist das dann sozusagen, ist das dann ja, also würden, unterstellen Sie dann sozusagen den, diesen technowissenschaftlichen Visionen so eine Art hauptsächlich sogar ästhetischen Impuls, oder? Ja, das ist natürlich der Teil, der dann so leicht zynisch wird, ne? Weil das ist natürlich, also es ist wohl wissentlich freigelassen, wer das spricht. Ne? Das könnte halt ein Ingenieur sein, das könnte aber auch CEO von irgendeiner milliardenschweren Firma sein oder es könnte auch jemand ganz anderes sein. Und, ich muss mal zurückgehen, zu wo das herkam. Die Idee davon kam von einer Konferenz auch in Cambridge, wo sich Naturschutzleute und synthetische Biologen getroffen haben und diskutiert haben. Und da quasi die Frage auch nach der Ästhetik, und diese Geschichte mit dem Dodo ganz am Anfang wurde auch diskutiert. Also ob man im Prinzip ausgestorbene Tieren, Pflanzen, also die, es geht ja schon eher um Tiere, und also Dodo und die Passenger Pigeon und Mammut und so, also ob man die wiederherstellen könnte und dann quasi. Und dann stellte sich halt die Frage, auch in solchen Landschaften, man könnte ja auch eigentlich komplett synthetische Sachen verstecken. Also man könnte ja auch, also man weiß man, und das ist, also ich meine, gerade in Zentraleuropa ist es halt eine interessante Thematik, weil eigentlich war ja alle Wälder, die wir als so das romantische Ideal sehen, keine richtigen Wälder sind, weil das ist ja alles, das sind ja Industrielandschaften im Prinzip. Ne? Wenn man so nach Finnland geht, wird das ganz extrem, der einzige richtige Wald ist in Ostpolen und in Weißrussland, also der einzige Urwald in Europa. Und alle anderen sind im Prinzip Holz. Aber das sind doch Dinge, die man immer wieder hört. Das wurde ja ohnehin schon immer, wurden menschliche Eingriffe vollzogen in der Natur. Und damit wird einem ein genetischer Eingriff verkauft, der von einer vollkommen anderen Art ist als die menschlichen Eingriffe. Und ich finde, das sind immer diese kochenden Froschmethoden. Ja. Also gib doch zu, du hast doch da schon mal einen Baum gepflanzt. Ja, ich gebe das zu. Naja, dann kannst du ja gleich den Baum nehmen und seinen genetischen Satz ändern. Wo ist der Unterschied? Und das finde ich relativ unfair, weil das eigentlich immer ein bisschen eine emotionale Erpressung darstellt. Nur die Frage ist halt, ob wir überhaupt in der Lage sind, eine natürliche Landschaft von einer nicht natürlichen Landschaft zu machen. Aber das ist ja gar nicht der Punkt, wenn es jetzt um Kritik geht oder um Skeptizismus oder um vor allem die Entscheidungsfreiheit, also ob wir sozusagen einfach über uns hinweg von großen Firmen entschieden wird, dass nun mal ab jetzt genetisch veränderte Pflanzen Teil unseres Alltags sein müssen und wir haben überhaupt keinerlei Mitspracherechte mehr. Oder ob das nicht so ist, da kann ich diese Argumente, dass es immer schon menschliche Eingriffe gab, nicht besonders. Aber das ist ja genau die Frage, die die Arbeit stellt. Und deshalb ist es ja auch ist nicht ja klar. Auch deswegen sehr gut. Weil sie und deshalb ist ja die, auch nicht klar, wer da spricht. Ne? Ja. Und quasi und auch im Prinzip, wer dann darauf antworten soll. Ja. Also das ist halt die Geschichte. Aber ich glaube, es ist schon enorm wichtig, sich klar zu machen, dass das halt, also eine jahrtausendlange Geschichte ist, die Sachen. Und ich glaube, dass bis auf ein paar Leute im Kindergarten kein Mensch weiß, dass Menschen mit Natur manipulativ interagiert haben. Gut, das hat man in 5 Minuten einem kleinen Kind erklärt und dann reden wir darüber. Also ich glaube, da wird sehr oft auf etwas herumgetanzt, was ehrlich gesagt kein wirkliches Thema ist. Ja gut, aber es ist ja dann trotzdem die Frage, weil die zunehmende, wie immer man die jetzt bewertet oder die Gründe dafür sucht, die zunehmende Ausweitung der ganz männlich formulierten Herrschaft über die Natur, aber zumindest ist ja dann die Frage, warum ist das jetzt so tatsächlich irgendwie sowas anderes, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, für mich ist es was anderes, aber ich müsste länger als 20 Minuten vor allem alleine sprechen, um das zu erklären. Dafür bin ich jetzt nicht hier. Ich wollte nur auf eine Sache hinweisen. Es gibt eben den Ausdruck Conservationist in dem Film, der höchstwahrscheinlich eben ein Terminus Technicus ist,
der sich eingebürgert hat. Bei uns heißt es eben Naturschutz. Mhm. Beides sind Begriffe, die von denen, die ich gerade diesen Begriffen anhängen, hauptsächlich polemisch verwendet werden, im Sinne von naive, Bäume umarmende, harmlose Wesen. Und ich glaube, es liegt schon an diesen Begriffen, die natürlich in gewisser Weise sehr denunziatorisch sind, weil ja ein schlauerer, ökologisch denkender und handelnder Mensch nicht wirklich konservativ im engeren Sinn ist, sondern eine Interaktion propagiert, die nicht so invasiv ist, zum Beispiel, und die es auch problematisch findet, dass Organismen ausschließlich zweckrational für menschlich-industrielle Zwecke manipuliert werden. Und es ist nicht die Frage, ob eine Interaktion zwischen Mensch und Natur, so etwas merkwürdig blockhaft dieser Ausdruck auch ist, überhaupt sein soll oder nicht, weil er ist. Und wir können uns natürlich selbst entfernen, was ich manchmal fast die beste Idee finde, aber das ist jetzt eigentlich nicht so negativ. Also da wir da sind und sind, wie wir sind, interagieren wir. Folgedessen auf der Grundlage können wir die Unterschiede diskutieren. Ja, das stimmt natürlich, aber also auch gesagt, nach Konferenz vor 3 Jahren, da sah man schon, was da für die Kräfte sind, die wirken. Also es gab halt die Naturschutzleute, so die, ich kann da die Organisation gar nicht sagen, das ist eine New York basierte, sehr renommierte amerikanische Naturschutzorganisation, die quasi in, also sich wirklich mit solchen Sachen, also Artenschutz, also Artenvielfalt auseinandersetzen. Auf der anderen Seite gab es dann halt den Typen, der die genetisch veränderten Moskitos schon ausgesetzt hat und dann so sein Paper präsentiert hat. Und dann ganz verdutzt war, als die anderen, es waren 3 Tage, am letzten Tag wurden Leute schon so wütend. Ja, denn vor allem, wenn da keinerlei öffentlicher Prozess der Entscheidung stattgefunden hat. Genau, und da ist ja halt die Frage so, ne, weil das sind ja Sachen, die also beide passieren. Also es gibt halt die Leute, die dieser älteren Denke anhängen und die sind quasi mit der sechsten Massenaussterben konfrontiert. Und da gibt es ja die andere Seite, die so Fakten schaffen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist auch interessant, dass wir oft ja quasi industrielle Projekte als andere Projekte, oder die haben so einen Doppelmodus, dann nennt man das Malariamittel, aber wenn man dann ein Gen ändert, dann ist es plötzlich Treibstoff und diese ganzen Narrative, die sich ineinander verschränken. Ich müsste jetzt kurz intervenieren, weil wir ja nicht so lange Zeit haben. Jetzt fände ich es ganz schön, wir suchen jetzt jeweils noch, können wir 2 oder 3 Filme aussuchen, die jeder vielleicht jetzt kann. Geht sich das aus, wenn jeder noch ein Statement macht? Also warum er, also jeder von uns, vermutlich ein anderer, warum er oder sie diesen Film besonders spannend fand, bis auf den, der wirklich verrückt wird, über den müssen wir noch länger sprechen, vielleicht dann privat. Also ich fange mal an. Also ich habe damals schon in Wien unglaublich charmant und faszinierend gefunden, der Film über New Mumbai, weil ich mich sozusagen eine Sekunde lang in so einer halben Selbsthypnotisierung versucht habe, mir einzubilden, dass der Film eine reale Situation darstellt. Was mir natürlich sehr bald dann klar wurde, dass es sich um ein sogenanntes Mockumentary handelt. Aber es war eine so wunderschöne, hippieske Utopie, die sich da sozusagen mir dargestellt hat. Und ich glaube, es ist nicht so unrealistisch. Also ich meine, es war auch ein relativ komplexes Narrativ, aber wenn ich es richtig verstanden habe, beklagt sich da ein recht smarter Mann aus einem sozusagen offenbar Pilzforschung betreibenden Labor in Holland, dass irgendwie da anscheinend ein paar Sporen oder ein paar Materialien gestohlen wurden und verschwunden sind. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass irgendwann einmal ein Blackmail, also quasi eine Erpressung von irgendeiner anderen Firma kommt, also quasi wir geben den Pilz raus für so und so viel Geld, und stattdessen ist er über Kanäle, die wir natürlich nicht wirklich verstehen können, ausgerechnet in einem Ghetto in Mumbai gelandet, wo sie also offenbar, weil sie anscheinend auch ein fiktiver Bürgerkrieg, der nicht so ganz, also sagen wir, halb fiktiv ist, ein Ghetto hervorgebracht hat, wo sie offenbar einen Strombedarf haben und wie realistisch, muss wieder der Experte sagen, auf jeden Fall diese Pilze sind offenbar in der Lage, Strom zu erzeugen. Und das fand ich eben, also diese geopolitische Situation eines wandernden Pilzes. Und es war auch eine besonders schöne Grafik, weil ich liebe halt die Lösquaterie, ehrlich gesagt. Und da gibt es natürlich das Rhizom als Denkmodell. Und nicht nur ist der Pilz selber dieses Rhizom, gab es dann auch noch sozusagen diese rhizomatische Mikroökonomie, die alle sich über diesen Pilz definieren, der dann auch wirklich tatsächlich in einer ganz eigentlich sehr einfachen visuellen Bildfindung da sozusagen auf diesen Slums drauf sitzt. Also ich finde immer noch extrem charmant, diesen Film.
Den hätte ich damals mit einem Preis ausgezeichnet. Den hat er, glaube ich, fast bekommen, aber nicht ganz. Kommentare? Also, ja, ich könnte ja. Natürlich. Ja, ist gut. Ne? Und die interessante daran ist, dass sich dann solche Sachen noch wirklich passieren. Es gibt eine, ich habe vor ein paar Jahren mal eine BBC-Dokumentation über klinische Forschung an Bananen. Und die war halb in Deutschland und halb in dem afrikanischen Land, das mir leider entfällt, gerade in diesem fast afrikanischen Land, wo diese Banane heimisch ist, aber von einem Pilz angegriffen wird, oder von einem Virus angegriffen wird, ironischerweise. Und dann gab es halt in beiden Kulturen, in beiden Orten, gibt es halt Leute, die über den Zaun springen und das machen. Und in Deutschland waren es halt die Leute, die über den Zaun springen und die Bananen zertrampelt haben. Und damals die Leute, die über den Zaun gesprungen sind und die Bananen geklaut haben. Und dann haben die Journalisten aber ganz interessant den jeweils das erzählt. Und dann die Reaktion in Afrika war unglaublich. Also die dachten, die Leute sind total crazy in Europa, dass sie das machen. Ja, weil und das waren afrikanische Wissenschaftler, die dann, also die heimische Wissenschaftler, die dann gearbeitet haben. Und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend, weil es zeigt, wie unterschiedlich die gleiche Technologie quasi entwickelt werden kann. Weil es da wirklich enorm dramatisch ist, also ökologisch. Ja, und also ganz wertvoll einfach so, das war auch ganz wertvoll dargestellt, dass einfach nur so dieses Erstaunen bei den Leuten. Ja, wir haben alle eine große Angst der Freisetzung und es ist ja, dann halt diese sozusagen positive Gegenidee des Weiterwanderns, das quasi wieder positive Effekte auslöst. Die deutschen Hüpfer sind leider nicht erwischt worden, weil also die konnten nicht in die Verfügung stellen, weil die Übernachtung nicht so klar. Genau, vor allem, das kann man ja nicht sagen. Wer möchte erst? Ja. Ich weiß nicht, es waren viele interessante Sachen, aber ich will jetzt eigentlich nicht über die Sachen reden, die ich irgendwie jetzt selber betreut habe. In meiner Funktion als künstlerischer Mitarbeiter. Wie viele haben Sie denn betreut? Ich glaube, vier. Mhm. Also unter anderem in Mumbai, das war eins meiner, also zwei, das war mein Student. Mhm. Aber das ist eine wesentlich weiterentwickelte Version, die er dann gezeigt hat. Ich weiß nicht, ich finde diesen Hybris-Film ganz interessant, weil das ja eigentlich nicht wirklich mit synthetischer Biologie, sondern eher mit Humangenetik zu tun hat, aber ich fand es einfach sehr schön gemacht und diese Frage stellen, die, naja, mit dem Sinn. Und das erinnert mich so ein bisschen an Aubrey Gray, Oxford ist ja, glaube ich, ein Forscher, der das Altern abschaffen will und aber dann quasi so mit die Sache aus dem eigentlich so aus dem Kontext gerissen wird, das eigentlich auch dann so, was ja dann im Umkehrschluss auch sehr viel mit synthetischer Biologie zu tun hat, dass eigentlich so die gesellschaftlichen Folgen von Durchbrüchen eigentlich überhaupt nicht abzusehen sind. Also auch in keiner Weise, und dass an allen Technologien immer total interessant ist. Ich glaube, mich erinnern zu können, ich weiß nicht, ob er war oder ein anderer, der diese merkwürdigen 200 Jahre, müssen wir mindestens alt werden, Sachen derzeit betreibt, der war ein richtiger Hippie-Typus. Also so interessant, diese Mischung aus verrückter Hippie und extrem Technologie, ein fanatischer Mensch mit, ich weiß nicht, möglicherweise Geld im Hintergrund. Und ich habe dann auch rumgestritten und so weiter, weil ich mich ja immer streite. Und das, worauf ich überhaupt keine Antwort hatte, was ihm auch vollständig egal war, war natürlich die soziale Frage. Also welche Leute dürfen jetzt 200 bis 500 Jahre alt werden? Ja. Also reiche Personen aus dem Westen. Und was sagen die anderen dann dazu? Die brauchen unglaublich viele Ressourcen. Die brauchen viele Ressourcen, ihre merkwürdige Langlebigkeit am Leben zu halten. Das ist natürlich auch halber die Übermenschen, weil sie sind ja dann auch sehr gescheit. Ich war ganz begeistert, man hat dann 5, 6, 7, 10 Karrieren. Und jeder kann sozusagen von der Nachherigen profitieren. Das ist natürlich eine wunderschöne Idee. Aber wie gesagt, wer wird ausgewählt? Wie verhalten sich die gegenüber den anderen? Wir sehen dann andererseits diesen Film über Glasgow, wo die Leute, je nachdem wo sie wohnen, jeweils früher sterben. Also sind die dann einfach preisgegeben. Da hat er, wie gesagt, das hat ihn eben nicht interessiert. Das ist ja eigentlich, wie der Glasgow-Film sagt, die aktuelle globale Realität. Ja, den zweiten, den ich kurz erwähnen würde, weil ich ihn interessant fand, ist dieser Macrostructure von Eric Schockmann, weil er so wahnsinnig ästhetisch war. Ne? Und auch so sehr schön so Tron oder sowas auch ins Jetzt getunnelt hat, aber dann gleichzeitig auch so für mich so formal diesen Traum verkörpert, dass es quasi so die lebendige Maschine ist, die so perfekt funktioniert. Und quasi diese unglaubliche Ästhetisieren dieses
glossy Computergrafik und was sehr symptomatisch auf nicht unbedingt eine schlechte Art auch für viele Biologen ist, weil quasi so die, eigentlich so die wirklichen Vorgänge auf so einer Ebene nicht wirklich darstellbar sind. Und auch so, wo man diese Ideen aus den 90ern anschaut, so Eric Drexler, diese Nano-Autos und so, dass das mittlerweile eigentlich niemand mehr so denkt, weil das unglaubliches Chaos ist auf dieser, also quasi. War das der Film, der dieses Motto hat, das stell dir vor, also imagine you create a life form that will worship you, ist das dieser Film gewesen? Ich habe mich gefragt, wo ich das dann gesehen habe im Film. Aber ich habe ihn erst am, das habe ich eigentlich erst am Schluss gesehen und das war dann meine naive, ahnungslose Interpretation, dass ich eine Art Hightech, eine Hightech, wie soll man sagen, Nachttischlampe, eine Hightech-Nachttischlampe in eine etwas merkwürdige, divahaft Federbusch, merkwürdige Pflanzen, Federvieh-Formation verliebt hätte. Da habe ich es am ehesten gesehen, muss ich sagen. Deshalb, dass ich, um ehrlich zu sein, wer da wen worshipped. Also, ich war von dem Formal so. Das war sehr schön. Ja, so oder so fasziniert, weil es halt eigentlich ein. Das ist halt sehr. Ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür wäre. Es ist halt so eine Fantasie. So eine, ja, was ist interessant ist, weil Menschen, genau. Ja, und weil es auch eine Fantasie ist, die quasi in der synthetischen Biologie oft versucht wird umzusetzen, sich die Materie auch dagegen sträubt. Ja, weil die Materie halt von ganz anderen Kräften gesteuert wird als kleinen Roboterärmchen, sondern ich fand es deswegen sehr schön, wenn die vollständige Abwesenheit des Menschen zu einer Fantasie geführt hat, dass eine Art Maschine sich in eine Art Pflanze verlieben könnte, in einem Sinn von Worship. Und das fand ich sehr schön und ich meine, es war eben radikaler als das berühmte Videoclip mit Björk, die Cyborgs ihr eigenes Kind mitbaut. Von, wie heißt der Cunningham? Ja. Chris Cunningham. Also das berühmte. Stimmt, es ist ästhetisch sehr ähnlich. Gut, also ich mache es ganz kurz, weil ich finde es dann schon noch die Diskussion schon. Von der Bildsprache hat mich der Hybris auch am meisten, also mich zumindest am meisten beeindruckt, also da mit der Talkshow, wobei ich jetzt immer nicht verstanden habe, ob das eine richtige Talkshow aus den 60er Jahren ist, was durchaus möglich wäre, also, weil genau solche Ideen dadurch auch schon im Schwange waren. So. Und ja, bei dem Film ist es vielleicht nicht, ist vielleicht eine einfache Sache, aber ich finde den mit den Kühen schon am besten. Muss ich. Also, weil das ist ja einfach, die Kühe, das zeigt einerseits die Realität, die wir jetzt haben. Es spielt natürlich mit dem Gedanken der perfekt hergestellten Organismen, was wir jetzt ja schon haben bei der synthetischen Biologie, aber halt mal auf einer Bakterien etc. Spielt natürlich mit diesem Gedanken, aber es drückt ja natürlich auch aus, auf gewisse Weise natürlich auch diese Profitorientierung, wie das immer mehr vervielfältigt und ähnlichen Kram. Und dann halt sozusagen, so richtig aus dem Alltag gegriffen, der Kontrollverlust durch den hängen gebliebenen Computer. Das ist, finde ich, bringt ziemlich die Punkte auf den, also die Sachen auf den Punkt, die sozusagen abseits jetzt der Faszination, die durchaus auf mich auch die Naturwissenschaften Technik ausübt, ist die Frage, was wir daraus machen, ist eigentlich relativ fürchterlich erwartbar, wenn wir gucken, wie wir allein jetzt schon industrielle Massentierhaltung betreiben. Und das ist halt so, glaube ich, weiterhin das Grundproblem bei der ganzen Geschichte. Wenn wir diese Technologien, Naturwissenschaften haben, aber nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse dazu haben, wo wir sie fruchtbringend einsetzen können. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Aber vielleicht muss man dann ein bisschen in die Runde. Kann ich zustimmen, der Film ist extrem witzig und boshaft. Sehr selbsterklärend.